So, und da sind wir auch schon beim nächsten Unboxing angelangt. Und zwar haben wir heute die Kingsuit Kings Box. Die müsste vom Februar sein, wenn mich das alles täuscht. Müsste, hätte, können, sollte. Dann wollen wir uns mal ansehen, was da drin ist in dieser wunderschönen Kings Box. Ich darf da schon gleich was an. Damit wollte ich jetzt eigentlich nicht anfangen, aber gut, fangen wir damit an. Irgendwo packe ich das jetzt hin. So, das ist direkt. Ja. Müssen wir leider anfangen mit, aber nur gut. Also würde ich das Ergebnis viel lieber zum Schluss machen. Aber es ist natürlich wieder im dezenten Schwarz gehalten. Eine total seltene Farbe von Kingsuit. Alas pur Parik. Porik. Könnte was von Terminator sein, würde ich mal so gerade behaupten. Auf jeden Fall sieht der Aufdruck so aus. So, weg mit dem T-Shirt, liegt eine ganze Schokolade und das ganze ist der Süßkram noch rum. Kommen wir zum nächsten Item. Ich wundere mich, wo sind die Lootkarte eigentlich? Gar keine Lootkarte? Ich bin erstaunt. So, was haben wir hier? Friends, the one with, let's play, Bamboozle, Friends. Auf jeden Fall ein Trinkbecher. Friends, ach, von der Serie, aha. Also von der TV-Serie Friends, falls sie noch irgendjemand kennt. Genau, haben wir hier einen Becher. Oben zum Trinken halt, ne? Sieht man. Unten. Tschupp. Ein Friends-Trinkbecher. Jo, warum nicht? Super Sache, kann man immer brauchen. Oh, das ist aber nett. Rittersport-Goldschatz. Für den Süßen gleich noch viel mehr Süßes. Dass der dicke Junge noch dicker wird. Finde ich gut. Also dafür gibt es schon mal von Kingsuit von mir einen Daumen hoch. Ihr seht das halt hier so Mini-Schokolade, hier Mini-Rittersport. Na dann, Prost. Ich glaube, Kingsuit spart mittlerweile tatsächlich schon jetzt komplett aus Lootheft zum Beispiel. Da ich mir fast die Hand. Weil ich natürlich mit dem kleinsten anfangen wollte. Und zwar sind wir jetzt bei Incredibles 2 Elastigirl. Als kleine Vinylfigur. Warning, Chocking Heads. Wackelkopf. Würde ich jetzt gerade mal behaupten. So sieht das Ganze aus. Also effektiv die Mama von der Familie, von den Incredibles. Elastic Girl. War doch, glaube ich, die. Sure, warum nicht? Gibt es davon auch wieder viele? Wahrscheinlich. Von Funko Pop natürlich. Was haben wir hier noch? Machen wir mit der nächsten Figur. Machen wir mit der nächsten Figur einfach weiter. Eine Marvel-Figur. Und wie jeder weiß, der meine Unboxings kennt, Marvel, DC. So, Captain Marvel. Also effektiv die weibliche Form würde ich jetzt einfach mal behaupten. Auch wenn mich dafür jetzt wahrscheinlich sämtliche Kenner hassen. Wahrscheinlich die weibliche Version von Captain America, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Nur eine, die mit Feuerbällen wirft. Oder Feuerbällen allgemein. Genau, eine Q-Figur. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. So sieht auf jeden Fall die Rückwand aus. Und die Figur. So.
Also bei Marvel, DC, ich bin da raus, ganz einfach. Man kann sie auch nicht mit allem Adult Collectible, hä? Man kann sich auch nicht mit allem auskennen, ja. Also ich steige da komplett aus bei Marvel, DC, X-Men, was es da nicht alles gibt. So, was haben wir denn da noch? Was ist das denn? Warte mal, den Film habe ich mal gesehen, den Schauspieler. Wizarding World Figure Collection. Fantastic Beasts war es. Genau, Fantastic Beasts. Genau, dieser komische Bestiensammler, genau. Wusste ich doch irgendwo, erkannte ich den. Newt Scamander, genau. Newton Scamander oder Newt Scamander, irgendwie sowas war das, genau. Okay, zu dieser Serie, zu dieser Zauberer-Serie, gehören Lord Voldemort, Harry Potter und Hedwig, Professor Dumbledore, Okami und ein Dementor. Spielen die im selben Universum? Das wäre mir eigentlich neu, oder? Spielen die im selben Universum? Der Beastmaster und der und die ganzen anderen. Tatsächlich. Nee. Offizielle und definitive Collection of Characters from Harry Potter and Fantastic Beasts Films. Genau. 1 zu 16. Scale-Modells. Also die Figur brauchst du 16 Mal, dann wäre die so groß wie der originale Schauspieler, wenn es 1 zu 16 ist. Dann ist er aber nicht sehr groß. Genau, das ist der, genau, der Zauberer mit seinem komischen Koffer. Der Koffermagier. Aber es ist auch hochwertig, ne? Das wollen wir nicht unterschätzen. Es ist eine ziemlich hochwertig gearbeitete Figur. Vor allem auch sehr detailtreu, wenn man sich das hier mal anguckt. Das ist jetzt nichts, wo man sagt, das ist einfach nur minderwertiger Scheiß. Nein, das ist wirklich. Und es gibt tatsächlich kein Loot-Heft. Da haben sie schon wieder gespart. So. Nee, das ist wirklich eine detailtreue Vinylfigur. Ich gehe nur vor, dass es eine Vinylfigur ist. Nicht, dass ich auch Blödsinn erzähle. Hier steht nicht mal drauf, was das für eine Figur ist. Ob das jetzt eine Vinylfigur ist oder nur einfach nur eine Gummifigur. Auf jeden Fall. Das ist tatsächlich nichts Billiges. Tatsächlich. Und jetzt haben wir leider kein Loot-Heft. Vielleicht haben sie es vergessen. Ich will ja jetzt sicher nichts unterstellen. Kann ja mal passieren. Macht ja auch keiner einen Vorwurf. Fehler passieren, wenn es tatsächlich noch Loot-Hefte gibt. Vielleicht war jetzt in der Box mal keins drin. Wer weiß. Haben sie vergessen, mit reinzumachen. Mal hier ist kein Vorwurf. Mein Gott, haben wir halt mal kein Loot-Heft drin. Das weiß ich jetzt mal nicht, was in der nächsten Box drin kommt, ja. Ich gut Deutsch. Ja. Genau, wie immer. Ich werde euch trotzdem verlinken, wo es zu King's Loot hingeht. Probeboxen sind auch kein Problem. Kannst auch wieder einen Monat lang. Bitte, was heißt einen Monat lang? Kannst du ja eh mal bestellen für einen Monat. Und wenn dir der Loot nicht zusagt, das T-Shirt scheiße ist oder so immer, dann deiner Meinung nach ist. Ja. Kannst es ja dann lassen. Genau. King's Loot ist dann unten irgendwo verlinkt. Und Musik auch. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Unboxing und ich glaube, ich nehme gleich im Anschluss noch ein bisschen Grundherz auf. Man kommt da sonst nicht mehr dazu unter der Woche. Gut, jetzt komme ich dazu. Nicht weil Corona gerade grassiert, sondern weil Autodefekt. So, kann ich eh nicht zur Arbeit fahren, also von daher habe ich da mehr oder weniger jetzt gerade Überstunden schrubben, beziehungsweise abbummeln. Ja, da kann man ja eigentlich mal ja, doch, ein bisschen noch aufnehmen. Genau, und dann sehen wir uns beim Grimtales wieder eigentlich. Oder davor schon. Ich weiß es nicht, was ich jetzt mache. Ob ich jetzt erst die Unboxings hochlade oder erst, weil ich nehme jetzt die Unboxing zuerst auf irgendwie und dann jetzt noch Grimtales aufnehmen. Und was ich jetzt zuerst, wie, wo, wann, was mache, weiß ich noch nicht. Also wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.